Vorhang auf, die Ostschweiz kommt. So heisst der Promotion-Show, wo gegenwärtig im Ausland die Werbetrommel rührt, vor allem für den Tourismus in der Ostschweiz. Die ursprüngliche Idee zu dieser Show ist vom Tourismusverband Ostschweiz gekommen. Heute ist der Kanton St. Gallen der Hauptsponsor, zusammen mit verschiedenen anderen Anbietern, die ihre Produkte präsentieren können. Kosten tut die Show rund 100'000 Franken. Also wichtig ist und ein primäres Ziel ist für uns, dass man die Ostschweiz, die Region, über Grenzen aus bekannt macht. Und zwar im Tourismusbereich als Hauptmarkt und auf der zweiten Schiene noch für potenzielle Investoren. Vor allem für Touristen hat die Ostschweiz einiges zu bieten. Ein Haufen Ausflugsziel und natürlich auch kulinarisches. Spezialitäten, die es nur bei uns gibt. Natürlich auch süß, das ist sehr interessant. Es ist auch sehr neuartig. Käsekugeln essen, es gibt auch anderes. Weil die sind ja so. Eine Show, die aber schon seit 10 Jahren aufgeführt wird, ändert sich auch immer ein bisschen. Es hat sich geändert, dass das ganze Konsortium jetzt grösser geworden ist, wirtschaftslastiger und das Programm natürlich auch wirtschaftslastiger. Das heisst, es ist jetzt klassischer geworden, musikalisch klassischer, anspruchsvoller. Wir haben heute 4 Profitänzerinnen drin im ganzen Programm und das spürt man, dass wir einfach das Niveau angehoben haben. Es ist nicht einfach eine Tourismusshow, sondern es ist wirklich eine Ostschweiz-Show, Standortmarketing. Zwischendrin hat man zwar das Gefühl gehabt, dass die ganze Präsentation vor allem eine grosse Produkteshow ist. Und einfach die Anbieter die besten und grössten in der Ostschweiz sind, die für die Vorführung zahlen. Die Modefachschule wird sagen, später noch 2 weitere Kleider. Nächstes Jahr heisst die Show «Den Vorhang auf St. Gallen kommt». Nächstes Jahr feiert St. Gallen nämlich das grosse Jubiläum und darum findet die Tour nicht im Ausland statt, sondern die Ostschweiz stellt sich zu Basel, zu Zürich und zu Bern vor.